Ja, ein bisschen mutig, verwegen oder eigentlich kühn habe ich das Thema der Aktuellen Stunde heute schon empfunden, wenn Sie behaupten, dass verantwortungsvoll gespart wird, möglicherweise bei der Luftfahrt, klug investiert wird und Wachstum ermöglicht wird bei der ÖBB, dann wollen wir uns das heute schon einmal ganz im Detail anschauen. Denn wenn heute, und zwar genau heute, bei der Aufsichtsratssitzung der Auer, statt Wachstum und Langstrecke, wie man möglicherweise erwarten hätte können, eine Restrukturierung zu einem Vienna Cityliner unter dem Dach der Tirolien oder möglicherweise sogar eine Insolvenz droht, dann gibt es dafür ganz klare Verantwortliche. Und das ist nicht, bitte, wie heute in den Medien und in den Zeitungen und überall geschrieben wird, nicht die Belegschaft, sondern dann sitzen die Verantwortlichen in dieser Bundesregierung auf beiden Seiten. Denn da gibt es als erstes einmal eine Fluggastabgabe. Die haben wir Freiheitliche schon mit den kleinen Fliegern bekämpft. Aber sie gilt noch immer für die große General Aviation und sie gilt noch immer vor allem bei den Linienfliegern. Die Frau Bundesminister Vector war bis heute nicht in der Lage, diese überzogene Abgabe, die überall anders schon abgeschafft ist oder zumindest gewaltig gekürzt ist, abzuschaffen. Das ist nicht marktwirtschaftlich. Oder die Erdölbevorratungskosten, die noch immer auf die Treibstoffkosten aufgeschlagen werden. Der Herr Minister Mitterlehner war, als er das erste Mal davon erfahren hat, im Herbst etwas überrascht. Es überrascht mich, dass ein Minister überrascht ist, was er an Gebühren kassiert. Aber er ist bis heute nicht in der Lage, diese Abgabe, die doppelt so hoch ist als wie die von Deutschland, mehr als doppelt so hoch, das Dreifache von der Schweiz ausmacht oder das Vierfache von der holländischen Bevorratung, dass er das auf ein normales marktwirtschaftliches Niveau runterbringt. Der Einzige, der nämlich reagiert hat, war der Flughafen von Wien, der zwar immer behauptet hat, er hat die günstigsten Kosten, aber der ist zumindest gesprächbereit. Denn die Herrschaften dort wissen ganz genau, wenn die Auer pleite geht, dann geht es mit dem Flughafen genauso den Bach hinunter. Und dann kommen wir zum BMFIT. Bis heute gibt es von der im September angekündigten und vorgestellten Roadmap Luftfahrt keine umgesetzte Maßnahme. Und die Austro-Control, der reinste Sauhaufen, und ich sage diesen Namen ungern, aber er stimmt zu 100%, die ist um 25% mit ihren Gebühren teurer als die Deutschen. Sie ist nur mehr überholt worden und teurer sind nur mehr die Engländer, aber die bieten einen wesentlich besseren Service. Und wenn wir bei der kommenden LFG-Novelle sehnlichst erwarten, dass sich was ändert, dann weiß ich bis heute eigentlich nur mehr, dass wir statt zwei wahrscheinlich drei Luftfahrtbehörden haben, dass wir mit den Strafbehörden dann sieben Behörden haben. Und ich frage mich, wer das zahlen soll, denn das ist teuer genug. 150 Millionen könnten diese zwei Parteien heute einsparen und der Auer geben. Sie braucht 200 Millionen. Sie haben bis heute, außer ein bisschen mit den Uhrwascheln zu wackeln und ein paar Briefe schreiben vom BMFIT ins Finanzministerium, nichts zusammengebracht. Und wenn heute diese Auer möglicherweise pleite geht, wenn sie zum Vienna Cityliner degradiert wird, wenn der Flughafen damit ruiniert wird, wenn der Standort Wien und ganz Österreich damit ruiniert wird, dann weiß auch Österreich, wo die Verantwortlichen sitzen, auf diesen beiden Seiten des Parlaments. Bis jetzt war das immer sehr wichtig, die rot-weiß-rote Heckflosse. Heute gilt sie anscheinend nichts mehr. Und Frau Bundesminister Burres, kommen wir zu einem anderen Feld im Verkehrsressort. Sie haben zuerst gesagt, das Land Burgenland hat um 83 Millionen billiger gebaut, als es der Bund, als es die ASFINAG gemacht hätte. Naja, ich sehe das im ersten Ansatz einmal als ein Plädoyer für die Länder, statt die ASFINAG etwas bauen zu lassen. Und das bringt mich sofort zu den österreichischen Bundesbahnen. Denn dort wird ganz eigenartig gespart. Es werden nicht die Projekte nach Priorität angegangen, sondern man zieht die Projekte in die Länge. Dabei weiß eigentlich jeder BWL-Student, dass wenn man Projekte in die Länge zieht, dann gibt es zusätzliche Zinsen und dann gibt es zusätzliche Vorhaltekosten. Das sollten auch die Wirtschaftsfachleute, und da schaue ich ganz besonders in Ihre Richtung, Herr Badenstein, das sollten die eigentlich auch wissen. Denn ich bin zu 100% bei unserem Tiroler Obmann Gerald Hauser, der gefordert hat, diesen Brennerbasistunnel zu bauen, aber vor allem einmal mit einer zeitnahen Kontrolle durch den Rechnungshof, aber vor allem mit einer massiven Gegenfinanzierung von der Straße
und vor allem mit einer Verpflichtung für die LKWs auf den Zug. Denn wenn das alles nicht kommt, dann weiß der Gerald Hauser und dann weiß ich auch ganz genau, was passieren wird. In 30 Jahren fahren die LKWs so wie jetzt auf der Straße und leere Züge fahren durch das Loch im Berg. Und als Spitzenhandlung kommt dann noch die Einsparung bei dem, was diesen Tunnel überhaupt intelligent macht, nämlich Überholstellen und die Leittechnik. Ich fasse zusammen, diese Bundesregierung schädigt massiv unsere Firmen, sie schädigt den Standort Österreich, sie schädigt die Bürger und setzt als I-Punkt noch höhere Steuern draus. Das ist erst der Anfang.